Genau, wir sind hier an der A73, kurz nach der Anschlussstelle Zapfendorf in Fahrtrichtung Bamberg. Und kurz nach 19.30 Uhr, wurden wir gerufen zu einem schweren Verkehrsunfall hier auf die Autobahn. Wie war das Lagebild vor Ort? Was hat sich vor Ort zugetragen? Vor Ort war ein Motorradfahrer, der zunächst schwer verletzt war, aber dann an Unfallstelle noch verstarb, der auf der Fahrbahn lag. Fahrzeugfahrer hatten mit seiner rechten Seite vorne, der kam von hinten, okay, hatten erwischt und der Motorradfahrer ist gestürzt und wie gesagt an der Unfallstelle noch verstorben. Der BKW-Fahrer ist leicht verletzt, ist aber schon zu Hause jetzt. Wir sind beide auf der linken Spur gefahren, also Motorradfahrer voraus und hinterher kam der BKW-Fahrer. Wir haben da sehr zuverlässige Zeugenaussage, dass der BKW-Fahrer etwas überschüssige Geschwindigkeit hatte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Radfahrer auffuhr. Ja, genau, das ist besonders tragisch. Wir haben uns heuer wirklich nochmal verstärkt auf die Fahnen geschrieben, dass wir diese Motorradfälle verhindern wollen, bekämpfen wollen, dass wir mit Kontrollen dem entgegnen wollen. Und jetzt stehen wir wieder vor einem toten Radfahrer. Das ist eigentlich schon erschütternd. Also ist wirklich keine schöne Sache.